Hallo, hier ist Muho wieder zum Thema Homosexualität und Sexualität im Kloster. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen was zur katholischen Kirche gesagt, was der Papst sozusagen hat, was homosexuelle und heterosexuelle Priester zu dem Thema zu sagen haben. Jetzt kommen wir endlich zum Buddhismus. Ich glaube, das war am Ende des letzten Jahrtausends, da ist der Dalai Lama ziemlich in ein rosa Fettnäpfchen getreten, als er gesagt hat, dass alles außer vaginalem Sex per Definition sexuelles Fehlverhalten ist. Also oraler Sex, analer Sex und auch per Hand, also Masturbation, geht nicht. Und das hat er so in einem Sutra gefunden. Und da es so in dem Sutra steht, muss es so stimmen. Also für Mönche geht es sowieso nicht, aber auch für Laien. Nichts außer vaginalem Sex, insofern auch keine Homosexualität. Und wenn ich mich richtig erinnere, also ich glaube, irgendwo auf YouTube ihn dazu auch in einem Interview gesehen zu haben, da sagte er, ja, aber zwei Männer, wie soll denn das funktionieren? Das passt ja nicht zusammen, ne? Also erschien da auch so ein bisschen eine mechanische Begründung im Kopf zu haben, ne? Ein Haken und eine Öse, die passen zusammen, ne? Aber zwei Haken. Das geht doch nicht richtig. Allerdings scheint er da inzwischen, der Dalai Lama ist ja ganz gut dabei, sich immer politisch korrekt zu positionieren und auch das linksliberale buddhistische Publikum zu bedienen. Inzwischen scheint er sich da neu positioniert zu haben und ist auch für schwule Ehe und so weiter, ne? Und naja, wie ich auch beim letzten oder vorletzten Mal gesagt habe, der Dalai Lama repräsentiert natürlich nicht den ganzen Buddhismus. Es gibt da die unterschiedlichsten Standpunkte. Im Internet habe ich bei YouTube zum Beispiel einen Theravada-Mönch gefunden, der, glaube ich, unter den YouTube-Mönchen, Theravada-Mönchen, einer von den populärsten ist, mit dem Namen Yutta Dhammo Bhikkhu. Der antwortet da auf Fragen und eine Frage ist Pornografie und Masturbation, Selbstbefriedigung. Also hier geht es jetzt nicht speziell um Homosexualität, sondern überhaupt Sexualität. Pornografie, Selbstbefriedigung. Und der Fragesteller sagt, ich bin geradezu süchtig nach Pornografie und Selbstbefriedigung. Es zerstört mein Leben. Wie immer findet ihr einen Link hier drunter. Ihr könnt euch das ansehen, was der gute, in Orange gekleidete Herr dazu zu sagen hat. Ich fand das ganz interessant und auch vernünftig, was er sagt, ne? Also er sagt, der Fragesteller behauptet, dass Onanie und Pornografie sein Leben zerstört, aber ist das wirklich wahr? Nein, nein. Du verstärkst unter Umständen dein Leiden dadurch, aber es zerstört nicht dein Leben. Das ist doch eine haltlose Übertreibung. Und der Rat, den er dann dem Fragesteller gibt, den fand ich auch interessant oder ja, sehr, sehr pragmatisch, ne? Er sagt, ja, wenn du nicht anders kannst, als zu onanieren oder dir Pornografie anzugucken, dann sei doch achtsam dabei. Das klingt zunächst wie ein Scherz, ne? Achtsame Onanie, achtsames Pornografie gucken, ne? Ist es aber nicht. Das ist etwas, was der, ich glaube, kroatische Philosoph Slavoj Žižek sagt.
Der sagt, ja, vielleicht hatte Freud und viele andere Psychoanalytiker recht damit, dass wir die meiste Zeit des Tages an Sex denken, selbst wenn wir ganz andere unschuldige Dinge tun, wie die Sahne in den Kaffee schütten. Und besonders, wenn man mit anderen Leuten zu tun hat, besonders wenn sie dem Geschlecht angehören, dem man sich hingezogen fühlt, auch wenn man das Beste tut, um es nicht im Gesicht auszudrücken, da spielt dann sexuelle Attraktion eine große Rolle. Und da mischt sich oft auch Beizverhalten in die Interaktion rein. Also es mag schon sein, dass wir einen Großteil des Tages mit sexuellen Gedanken verbringen. Aber, sagt der Žižek, es gibt zumindest eine Aktivität, bei der wir überhaupt nicht an Sex denken. Und das ist, wenn wir Sex haben. Wenn wir Sex haben und da steckt einer sein Geschlechtsteil in eine Körperöffnung eines anderen Menschen, dann ist unsere Aufmerksamkeit meistens ganz woanders. Und bei der Onanie merkt man es besonders. Man ist nicht wirklich bei dem Akt der Onanie, sondern man ist im Geist ganz woanders. Sonst würde es oft gar nicht funktionieren mit der Onanie. Und selbst beim Sex, die tatsächliche körperliche Aktivität ist meist nur, wie sagt man, das Spielfeld oder der Hintergrund. Und wenn wir Sex haben wollen oder wenn wir tatsächlich Sex haben, geht es uns meist um etwas ganz anderes. Was das ist, ist schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich die wenigsten Leute haben Sex, weil sie genau in dem Moment zum Beispiel Kinder haben. Das gibt's auch. Das gibt's auch. Und das ist vielleicht eine der wenigen Fälle, wo man beim Sex wirklich in dem Akt selber und einfach nur in dieser körperlichen Einheit aufgehen kann. Aber meistens geht es nicht darum, Kinder zu zeugen, sondern es geht um etwas ganz anderes. Wir suchen nach etwas ganz anderem. Nach Bestätigung. Zum einen. Und vielleicht nicht nur das, viele andere Dinge. Das heißt, achtsam sein bei dem, was du tust, wenn du sexuell aktiv bist, ist kein Witz, sondern tatsächlich ändert sich dann die Einstellung zur Sexualität. Insofern, interessanter Ratschlag von dem Bhikkhu, den man auf YouTube finden kann. Was hat der Buddha selbst zum Thema Sexualität gesagt? Wenn man den Sutren glauben darf, beziehungsweise dem Regelwerk, das sowohl für die Mönche als auch für die Laien festgelegt wurde, hat er eine ganze Menge gesagt. Vieles davon wird wahrscheinlich erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte später niedergeschrieben worden sein, aber bei den männlichen Mönchen sind es ja traditionell 250 Regeln, bei den weiblichen 500 Regeln, und die beginnen mit Sex. Also heute, wenn man ordiniert, zumindest in Japan, bekommt man zuerst das Gelübde aufgelegt, du sollst nicht töten. Aber traditionell fängt es mit dem Sex an. Du sollst keinen Sex haben, für Mönche. Und der erste Fall, wo das ein Problem war in der Sangha, war offenbar bei einem Mönch, der war der älteste oder vielleicht auch nur der einzige Sohn der Familie. Er hatte schon geheiratet und die Eltern hatten sich erhofft, dass der Sohn die Familientradition weiterführen würde und hatten sich schon gefreut, dass da bald Enkelkinder geboren werden würden. Und da sagte der, nee, ich schließe mich dem Shakyamuni an und werde Mönch und
das wird nichts mehr mit der Ehe und den Kindern. Die Frau hatte er zwar schon, aber die ließ er bei seinen Eltern zurück. Und da baten ihn die Eltern, ja, wir lassen dich ja gerne ziehen, aber erfülle uns nur diese eine Bitte. Habt noch einmal Geschlechtsverkehr mit deiner Frau, sodass sie schwanger wird und wir wenigstens dann einen Enkel haben, der die Familientradition weiterführen kann. Und darauf ließ sich dieser Mönch dann ein. Also da war keine sexuelle Begierde auf seiner Seite involviert, sondern er wollte einfach zumindest so viel noch für seine Eltern tun, dass er sagt, okay, ihr habt mich geboren, mich großgezogen, ihr habt mir erlaubt, Mönch zu werden, jetzt will ich wenigstens euch noch einen Enkel überlassen. Und als der Buddha davon hörte, sagte er, das geht gar nicht. Selbst in so einem Fall kein Sex. Insofern, in den Augen des Buddha wäre ich natürlich weder Mönch noch Meister noch irgendwas. Wenn der Buddha was vom Abmuho hören würde und dass der verheiratet ist mit drei Kindern, der würde wahrscheinlich ohnmächtig werden. Okay, und beim nächsten Mal weiter mit diesem Thema. Bis bald.